für seine Frau natürlich. Und möchte mich ganz recht herzlich im Namen des FC Eintracht Bamberg beim Jürgen den Allein für die vergangene Zeit bedanken. Ich möchte ganz kurz noch das Wort unserem Trainer, dem Christoph Starke, übergeben. Ja, liebe Zuschauer, auch von mir ein herzlich willkommen heute Abend. Ich hoffe, Sie bringen uns alle Glück. Aber vorher habe ich noch das Bedürfnis und die Freude, mich auch bei Jürgen nochmal ganz herzlich zu bedanken. Ich war 5 Jahre sein Trainer und wir sind 2-mal miteinander aufgestiegen, ne, in die Bayernliga und dann in die Regionalliga. Und die Erfolge sind auch eng mit seinem Namen verbunden. Der Jürgen war ein exzellenter Kicker. Ich könnte jede Menge Episoden erzählen, vielleicht nachher noch ein paar ganz schöne. Nur als kleiner Tipp, er trank immer sehr gern Weizenbier. Bis zum heutigen Tag. Aber was der Jürgen geleistet hat, auch von seinen Fähigkeiten, wie er sich eingebracht hat in die Mannschaft, war einzigartig. Und lieber Jürgen, liebe Heidi und herzlich willkommen auch deine Kinder. Wir können nur sagen, Jürgen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Und es war was ganz Besonderes, wo ich auch selber als Trainer immer wieder was mitgenommen habe. Und seine Fähigkeiten über Jahre konstant gut gespielt und immer wieder damals, ne, als Sturmduo zusammen mit Peter Heyer und dann noch mit unserem heutigen Sportdirektor, hinten der Abwehrchef, das war immer so unser Korsett, was super funktioniert hat. Ich sag's nochmal, lieber Jürgen, wir sind dir sehr, sehr dankbar und alles, alles gut. Im Moment spielt er ja noch in Teuchertz. 2 Siege braucht er noch, ich weiß. Aber ich sag's nochmal, lieber Jürgen, liebe Heidi, vielen Dank für das, was ihr geleistet habt und wir haben euch immer in angenehmer Erinnerung und wir erzählen eigentlich fast jeden Monat von euch. Also lieber Jürgen, nochmal alles, alles Gute und drückt uns die Daumen. Danke. Ja.